Hi-ho! Hi-ho, meine lieben Zwergenfreunde! Willkommen zur zweiten Staffel von Dwarf Fortress! Ja, es ist endlich soweit. Die zweite Staffel beginnt, wie versprochen. Nachdem Legend of Grimrock jetzt zu diesem Zeitpunkt fertig sein müsste. Ja, also Legend of Grimrock 2, habe ich ja versprochen. Wird Dwarf Fortress jetzt die zweite Staffel parallel zu Baldur's Gate 1 laufen. Und nach der zweiten Staffel, je nachdem wann wir sterben werden, werde ich dann mit dem speziellen Modpack, was mir empfohlen wurde, beginnen in Staffel 3. Aber das ist Zukunftsmusik erst einmal. Kurzes Vorwort, ich habe schon vor ein paar Monaten versucht, Dwarf Fortress aufzunehmen. Also ich wollte schon viel früher mit Staffel 2 beginnen. Hatte da aber technische Schwierigkeiten mit meinem Aufnahmeprogramm, was man vielleicht auch in meinem Gauntlet-Nebenprojekt ein bisschen gemerkt hat in den letzten Folgen. Hab deswegen gerade zum Legend of Grimrock 2 Start geguckt, dass ich das Ganze wieder hinbiege, hab also alles runtergeschmissen, neu installiert. Und jetzt läuft es ohne Probleme, also bin ich zuversichtlich, dass jetzt alles klappen wird zur zweiten Staffel. Ich habe im Vorfeld bereits eine Welt erschaffen, in der Hoffnung, dass nicht wieder die Goblins auf einer Insel landen, habe ich jetzt mir die Zeit genommen, die, sagen wir mal, perfekte Welt zu erschaffen. Und ja, in diese Welt werden wir jetzt gleich reinstarten. Also wir werden den zusammen den Embarkort suchen, wo wir unsere Festung starten wollen. Dann werde ich kurz einen Cut machen, die Expedition vorbereiten. Das brauche ich ja nicht nochmal alles zeigen. Und dann geht es los mit unserem Embark. Also, start playing Dwarf Fortress. Und da ist unsere Welt. Und hoffentlich auch jetzt bei Ton. Ja. Genau, also hier kann man sehen, das hier ist ja die große Gesamtübersicht, das hier ist die Detailübersicht. Also wir können schon mal sehen, hier oben sind jetzt Goblin-Festungen auf dem Festland. Also diese lilanen Schränke hier sozusagen, das sind ja die Modelle für Kapots. Haben wir hier auch ein schwarzes, das sind Goblin-Festungen. Also die schwarzen hier unten, wie die hier zum Beispiel, sind große Festungen. Das hier sind normale. Also die großen sind noch gefährlicher. Und auch hier unten im eisigen Land haben wir eine Goblin-Festung. Ansonsten überall Menschen und haben wir auch Elfen. Muss ich gerade mal gucken. Ja, da unten. Ganz weit weg in der untersten Ecke, nahe den Goblins im Eisgebiet. Ja, ist eine solide... Ein solider Kontinent. Also wir haben zwar hier oben eine kleine Insel, aber ich glaube nicht, dass da... Nein, auf dieser Insel ist keine Zivilisation. Und das hier müssten irgendwelche... Das ist Wasteland, okay. Ja. Gibt hier sehr viel. Und wir suchen uns jetzt einen Barkort aus. Am besten in der Nähe von etwas Gebirgigem. Aber nicht direkt in einem Human Settlement. Ja, gucken wir mal. Ich möchte dieses Mal gucken, dass wir Deep und Shallow Metals und vielleicht sogar Flagstone kriegen. So wie hier. Shallow Metal, Deep Metal, Flagstone. Sieht doch ganz gut aus hier im Gebiet. Gucken wir mal. Also hier wären wir nah an unseren Verwandten. Die sind gleich hier oben nämlich. Jo. Das ist gar nicht mal eingezeichnet, diese Zwergenfestungen hier. Falsche Taste. Ich muss mich dran gewöhnen. Hier ist X nach unten, nicht S. Nicht WASD, sondern WXAD. WXDA, hier unten steht es genau. Also ja, das hier scheinen...
Zwergenfestung zu sein. Aber da müssen wir nicht unbedingt embarken. Wir können ja hier ein Stück weiter unten. Hier sieht es zum Beispiel ganz schick aus. Hier an dem Fluss. Oder hier. Das muss ich kurz überlegen. Wo können... Wo wäre da ein schöner Punkt zum Embarken? Hier wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir gucken mal kurz. Ich kann ja mit Tab umschalten. Also erstmal die Nachbarn. Goblins sind ziemlich nah, aber auch Zwerge. Und hiermit kann ich die Klippenbeständigkeit mir anzeigen lassen. Genau. Schauen wir mal nach einem schönen Gebiet. Wie sieht's hier aus? Ah, hier sieht's gut aus. Also hier in dem Flussbereich, hier sind wir etwas von unseren Zwergenstämmen entfernt. Aber hier in dem Flussbereich, hier, sagen wir so, hier ist es zwar warm, das heißt, wir werden niemals Eis kriegen. Was gut ist, weil wenn wir uns an die erste Staffel erinnern, da sind meine Zwerge über das Wasser, über den Burggraben gelaufen, den zugefrorenen. Dann ist der getaut und dann ist mein General ertrunken. Das war nicht so toll. Also ist warm schon mal okay. Heavily forested ist auch gut. Wir brauchen Holz. Wir haben sehr viel andere Vegetation, aber es ist kaum. Also werden wir wahrscheinlich nicht so schnell einen Drachen zu Besuch bekommen. Und wenn wir uns... hier genau diese Ansicht noch ansehen, sehen wir, dass das ziemlich flaches Gebiet ist, wo wir embarken wollen. Jo. Das kommt meiner neuen Idee. Also ich werde jetzt dieses Mal nicht so eine Festung bauen wie das letzte Mal mit solchen Türmen, sondern ich habe ein bisschen was anderes vor. Da ist ein flaches Land eigentlich auch gar keine so schlechte Idee. Also das hier ist komplett flaches Land. Hier wäre es dann wieder Klippi mit mehr Klippen. Also ja, ich könnte auch hier oben embarken, dann hätte ich Slopes, also kleinere Klippen. Auf jeden Fall bloß nicht im roten Bereich, in solchen Gebieten möchte ich nicht unbedingt. Da gehen nämlich die Klippen dann steil nach unten, da kann man kaum irgendwas richtig planen. Nee, ich würde sagen, wir bleiben an der Stelle. Ja, sind die Goblins zwar nicht so weit weg, aber auch unsere Zwerge und Menschen sind in der Nähe. Und die Elfen sind ganz weit weg im untersten Eck. Ja. Okay, embark. Ja, wir wollen hier embarken. Ja, wollen wir. So. Wir bereiten die Journey carefully vor. Und wie gesagt, jetzt gibt es kurz einen Cut. Ich bereite die Gruppe vor. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Also, alle Embark-Einstellungen sind gemacht. Wir haben unsere Lebensmittel. Ich habe auch extra darauf geachtet, dass wir viel Alkohol mitnehmen. Meine 7 Zwerge sind auch bereit. Mein Leader hat auch einen Namen. Die anderen, wie auch in der letzten Staffel, auch wenn sich da kaum einer gemeldet hat, eigentlich gar niemand, sage ich jetzt nochmal klar und deutlich, wer einen Zwerg in meiner Festung haben will, der soll mir bitte in die Kommentare schreiben, welchen Namen und wenn er unbedingt möchte, auch was für einen Zwerg, also ob es ein Koch, ein Braumeister, ein Schmied sein soll oder einfach bloß ein Hauler. Dann kriegt ihr einen Zwerg und dürft ihn beim Sterben zusehen. Das schon mal ist versprochen. Also, embarken wir. Ja, wir haben 0 Punkte, das ist gut. Ist nichts verschwendet, dann geht das jetzt auch gleich los. Ja, ja, wir haben unsere lange Journey hinter uns und wir können jetzt die Erde striken. So. Wenn es denn geladen hat. Gut. Okay. Wir sind schon mal von sehr, sehr, sehr vielen Flüssen umgeben.
können wir mal kurz hier wegmachen. So. Ist aber halb so wild. Wir wollen eine Art Zwergenfestung bauen. Also nicht einfach bloß wieder ein Tunneleingang in die, was liegt hier rum? Spider Silk liegt hier einfach rum. Okay. Ein Haufen Spinnennetze hier draußen. Sondern wir wollen wirklich eine schöne Festung außerhalb bauen. Also was heißt außerhalb? Ich will hier irgendwo eine Zugangsrampe machen und diese dann ummauern. Und dann geht es erst nach unten und immer tiefer. Gut, suchen wir uns schon mal einen Punkt aus. Ich würde sagen, hier ist schön freie Fläche. Also würde ich hier nach unten channeln. Hier dann einen Knick machen und dann immer tiefer, bis wir da ankommen, wo wir hinwollen. Ja, so werde ich es, glaube ich, machen. Und die schöne Musik genießen. Ja, okay. Also, dann gehen wir schon mal in Designation-Befehl, und zwar in den Channel-Befehl. Jetzt muss ich mir gut überlegen, wo ich das ansetze. Weil das ist dann der Ausgangspunkt. Also nicht zu nah am Fluss. Aber auch nicht zu nah hier an diesen Gebieten. Wir können nachher dann den Fluss nutzen, um einen Weg zu speisen, um unseren Burggraben zu füllen. Das ist auf jeden Fall drin. Wir müssen nur halt aufpassen, dass wir nicht aus Versehen damit unser Fort überfluten, wenn es soweit ist. Deswegen würde ich sagen, wenn wir hier und dann hier drumherum eine Mauer und dann eine größere Mauer mit vier Türmen und einer Decke. Ja, das klingt doch nach einer guten Idee. Also würde ich sagen, hier wird runtergechannelt. So. Da gebe ich auch gleich mal meinen Leuten noch ihre anderen Labors, ihre Profession, Labor. Das kann ich nicht einfach so anklicken, nein. Du bist doch mein Koch, ja. Und zwar sollst du Plant Gathering noch machen. So. Koch. Und der Pur, der soll dasselbe machen. Plant Gathering. Und mein General, der kriegt die ganzen Wood-Aufgaben noch. So. Nächste Designation ist Chop Down Trees. Erst einmal nur hier im umliegenden Bereich. So. Und Plant Gathering, Gather Plants. Das kann ruhig etwas größer sein. So, wir haben ja noch Frieden. So, dann legt mal los, Jungs. Oh, wir haben gleich Besuch. Was ist da? Raben. Das ist okay. Raben sind nicht so wirklich gefährlich. Tigerfisch, die werden uns nichts tun. Die sind im Wasser. Hippos? Wir haben nicht wirklich ernsthaft, doch wir haben Hippos hier. Eine große, runde, haarlose Flusskreatur. Okay, wir sollten uns auf jeden Fall vor den Hippos fernhalten. Ja, ihr könnt da ruhig runter channeln. So. Habe ich nichts dagegen. Es wurde jetzt abgebrochen, weil ich gesagt habe. So, und jetzt minern wir. In welche Richtung minern wir am besten? Ich würde ja fast schon sagen, nee, das wäre blöd. Naja, meinen wir mal so drei Felder. Dann so drei Felder. Hier channeln wir dann wieder 3x3. Was heißt, wir müssen hier noch drei Felder meinen, so.
Und ab dann geht es bergab. Das heißt, hier drei Felder. Das war jetzt zu viel, aber das ist egal. Das können wir dann durch Channeln ersetzen. So.